dann gucke ich gerade noch mal, wie viele Bretter ich habe. Da steht auch schon wieder ein Palettchen rum. Du gehst du los? Du brauchst noch was? Nee, brauch nichts. Die Halle, was hast du gesagt? Knapp 9000 plus oder inklus Steuer? Plus 900 und dann kommen noch Baukosten alles drauf, ne? Okay. Aber da finden wir schon was. Und die andere war was? 33, ja, 33.000 plus noch meine Sachen, ne? Also Bauzeug und alles. Achso, der hier. Wie schaut's mit der Garage aus? Na, die kann ich dir auch anbieten. Ich weiß ja nicht, was du da drin reinstellen willst. Naja, Garage ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu klein. Was willst du denn reinstellen? Ich weiß es nicht. Fahrzeuge zum für die Prüfung. Ach so. Jo. Ja, okay. Da wäre der Easy Sheet wahrscheinlich am besten. Ja. Ich schau mal dann. Jo. Ich würde mich dann bei dir melden. Okay. Mach es gut, Volker. Jo, du auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, jetzt gehe ich gerade mal gucken hier. Oh, ist voll. Da habe ich auch noch zwei Paletten. Eieiei. Da können wir loslegen. Sollten nicht mehr eine Fahrt einstellen, ne? Hi. Guten Tag, hier ist der Leon, Lukas Müller. Ich habe mich verwählt, tut mir leid. Wen wollen Sie denn? Ich habe mich verwählt, tschüss. Ich habe hier so ein paar andere. Hallo? Hallo, Harry. Ja? Du, wie schaut's denn aus? Brauchst du inzwischen mal Paletten? Paletten, ja. Jetzt muss ich mal schauen auf dem Tablet, wie viele. Ja, jetzt habe ich 8000 Liter Milch jetzt schon, ja. Also so langsam würde ich die dann, oder wirst du die liefern, oder muss ich die abholen? Nö, ich würde die liefern. Ich bin gerade ja. Beim Sägewerk unten. Ja, dann würde ich die liefern lassen, ja. Die Mitarbeiter waren fleißig, ist nur die Frage, wie viel du brauchst. Wie viel hast du denn jetzt schon? Ja, ich sag mal, nicht ganz so viele, so 6 Stück könnte ich dir anbieten. Jo, dann würde ich 6 Stück schon mal nehmen. Okay, dann komme ich dann morgen früh, oder? Morgen früh hoch, ja. Ja, wann gehst du ins Bett heute? Wie bitte? 9 Uhr, oder? Gehst du ins Bett? Ja, ja. Oh ja, okay. Ist schon dunkel, ich sehe kaum noch was im Wald. Ja. Dann auch Feierabend machen. Jo. Gut. Jo, dann. Bis dann erstmal. Dann bin ich dann, glaube ich, bei der Molkerei, weil ich muss zum Händler hoch morgen früh und ja. Wäre ich dann in der Nähe. Jo. Tschüss. Ciao. Ciao. So, mach. Gerade einer rumgefahren. Herr Müller? Ja, hallo. Wer hat Ihnen die Berechtigung gegeben, hier auf meinen Grund und Boden zu fahren? Oh, es ist Ihr Grund und Boden. Wir wollten hier nur kurz den Wald genießen. Ja, den Wald können Sie an anderen Stellen genießen. Wir wollten eigentlich, Herr Müller wollte eigentlich ihn fragen, ob Sie ein Bier trinken wollen. Nee, will ich nicht. Sie können auch gerne mitfahren. Nee. Machen Sie sich vom Acker, aber ganz schnell, sonst rufe ich die Polizei. Ja, könnte ein bisschen dauern. Okay. Ey, Lukas. Das ist der. Leiter der Polizei. Hallo, Herr Stromberger. Ich habe hier gerade einen Herrn Müller bei mir unten im Wald.
Der scheint etwas betrunken zu sein. Der hat auch einen Fahrgast hinten auf der Ladefläche stehen. Da sollten Sie vielleicht mal ganz schnell in Einsatz fahren. Ja, ich bin gerade noch in der Verkehrskontrolle. Okay. Ich werde dann so schnell wie möglich kommen. Ja, der hat auch gemeint, bei Grünhausen. Ja, es müsste bei Ihnen am Hof sein. Oder? Ja, genau. Ja, ich komme dann. Ja, die haben auch gemeint, ob ich noch ein Bierchen mit trinken will. Also die scheinen ja, okay, schon gut beisammen zu sein. Anschauen. Tschüss. Auf Wiederhören. Tja, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen hier. Das geht ja mal gar nicht. Geht das nicht hier? Jetzt. So. Ah, warte, ich habe ja die Kabel vorne noch dran, die muss natürlich auch weg. Palette Kabel nehmen. Warte mal, dann rufe ich mal gerade nochmal beim LU an. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich wollte gerade mal nachfragen, wie es mit dem Feld aussieht. Ist das fertig? Fertig. Okay, weil ich habe noch keine Rechnung erhalten. Die bekommen Sie erst Anfang nächster Woche. Okay. Wir haben ein neues System, das machen wir jetzt immer in der neuen Woche. Okay. Ja, die Buchhaltung muss natürlich ständig aktualisiert werden. Ja, genau, deswegen. Weil okay. Sonst kriegen wir Ärger mit der Polizei. Mit der Polizei? Und mit dem. Ja. Eine Steuerfahndung meinst du? Ja, genau. Okay. Aber mal eine andere Frage. Sie hatten doch letzte Woche. Da war doch so ein neuer da. So, der Herr Grünfeld. Ja. Wissen Sie, wo der gerade rumschwirrt? Also ich weiß nur, dass er den Flug zu mir gebracht hat, also auf den Landtunnel, und jetzt weiß ich nicht mehr. Okay. Dann werde ich mal probieren, ob ich den irgendwie erreiche. Okay. Gut, jo. Danke erstmal. Tschüss. Tschüss. Ich habe so rausgehört, dass der ziemlich viel Erfahrung hat und eigentlich so gerne Feldarbeit machen würde. Was habe ich gesagt? 6 Paletten kriegt der. Ne? Ich habe dem mit Absicht nicht so viel angeboten. Achso, warte mal, wir hatten gar keinen Preis ausgemacht, fällt mir ein. Klingelingeling. Frage Warner, hallo? Ja, sind die Herren noch da unten? Ich sehe jetzt hier gerade nichts, aber ich bin auch mitten im Wald. Sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr? Hä? Ich sagte, dann sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, so ungefähr. Also da kann ich Ihnen leider nicht. Ich bin gerade im Norden von vom Grünfelder Land. Bis ich da unten bin, da dauert es extrem lange. Ja, das ist klar. Wissen Sie zufällig, welche Personen das waren? Der Herr Müller. Der Hans-Peter war mit dabei, der Händler, und dann mehr weiß ich leider nicht. Den dritten, den kannte ich nicht so. Ja, also nochmal, Herr Müller? Ja, Herr Lukas Müller. Lukas Müller, Hans-Peter und eine dritte Person. Ja. Wie sah das Auto aus? Das war so ein alter grüner Pickup, so
So ein Neongrün. Gelb. Ja, okay, dann weiß ich, wer es ist. Ja. Dann werden gegen die jetzt einen Haftbefehl erlassen. Okay. Ja, dann noch einen schönen Tag, Herr Varuna. Ja, ebenso. Tschüss. Och nee, was soll denn das? Das ist so unrealistisch, Mann. Diese Lecks gehen mir mächtig auf den Geist. Ja klar, flieg weg. Nicht, was da los ist. Ich wenigstens wüsste, woran das liegt. So. Och Mensch. Nicht wirklich Laune, ey, diese Woche. Palette brauche ich noch. Ich weiß gar nicht, was machen wir da für einen Preis bei den Paletten? Das Stück.
guck mal gerade, ob ich den Herrn Grünfeld erreiche.